willkommen heute zum ersten Teil der 28. Folge Lebendiges Musizieren mit mir, der Veronika Zobel und zwei Bechern. Na, habt ihr erkannt, welches Tier das sein soll? Genau, das ist das. Das Pferd. Und wenn ihr zwei Becher nehmt und die übereinander stülpt, dann machen sie solche Pferdegeräusche. Ah, Frau Zobel, das ist ja cool mit so einem Becher. Hallo, liebe Kinder. Na, ich habe heute wieder das Metallophon gespielt. Genau. Frau Zobel, darf ich das mit dem Becher auch mal probieren? Na klar, Milli. Nur klar, kannst du das probieren mit den Bechern. Kinder, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch auch so einen Becher holen, so wie ich nur einen. Oder zwei, so wie die Frau Zobel. Und dann können wir den Dumba-Dumba-Rhythmus zusammenspielen. Okay, dann los jetzt. Dumba, 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 dumba. Dumba, 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 dumba. Jetzt geht's los. Und jetzt einmal nur mit dem Becher. Los geht's. So, das war der von dem Galopp. Galopp, Galopp. Und hopp, und hopp. Und dann kam doch der Trab, ne? Duba, 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 duba. Jetzt geht's los. Und ohne Ton. Und dann kam der letzte Teil, wo das Pferdchen immer so störrisch ist, ne? Duba, du-di-di-da, duba, jetzt geht's los. Juhu, das war super! Hey, das habt ihr super gemacht. Das klang richtig gut. Schau mal, Milli, und schaut mal, Kinder, ich habe jede Menge Bilder bekommen von der lieben Cecilia. Die hat hier 1, 2, 3, 4 tolle Bilder gemalt. Oh, wow! Super, Cecilia! Da hast du ja richtig viel produziert. Ja, schau mal, hier auf den ersten beiden, da sind Häuser drauf und daneben ist ein See und darin ist ein Hausboot. Und ich möchte mal wissen, wer in diesem Hausboot herumschippert. Das ist bestimmt total cool. Oh ja, ich will auch mal mit dem Hausboot fahren. Können wir nicht mal mit dem Hausboot ins Musikland fahren? Ist auch keine schlechte Idee. Ja. Oh, guck mal, so viele Sonnen sind da drauf. Ja, gleich mehrere, damit für uns immer die Sonne scheint. Und so schöne Blumen. Und schau mal hier auf dem da. Da ist ein ganz großes Haus mit ganz vielen verschiedenfarbigen Fenstern. Ja, ich glaube, da sind wieder die ganzen Musiker drin. Ja, die hat die Cecilia schon mal gemalt gehabt. Und da sitzt in jedem Fenster einer drin, der ein anderes Instrument spielt. Oh ja, zum Beispiel die Blockflöte oder die Gitarre. Oder einer mit einem Klavier. Oh, und auf dem hier sind wieder so schöne Sonnen. Und schau mal, oh, so viele Blumen. Ja, wunderbare Blumen. Und schau, ein wunderschönes Haus daneben. Wer wohnt denn da? Vielleicht ich? Ja, vielleicht wohnst du da. Oh ja, das ist ein schönes Haus für mich. Muss ich gleich bei die Cecilia fragen, ob ich da wohnen darf. Ja, das mach mal. Komm, Lieselotte, komm. Na komm, meine Liebe. Ja, mein braves Pony. Schaut mal, Kinder, ich habe dir Lieselotte wieder mitgebracht. Und Milli, hast du Lust? Wir binden unsere Rodelschlitten hinten an. Dann kann uns die Lieselotte ins Musikland ziehen. Au, ja. Ich binde meine Schlitten an das Pony. Ja, liebe Lieselotte. So, ich sitze, kann losgehen. So, die Milli sitzt schon. Jetzt kommt noch mein Schlitten hinten dran. Okay, anbinden an Millis Schlitten. Wer mag sich hinten dran hängen? Du oder du? Ja, ihr könnt gerne euch hinten dran hängen bei uns. Okay.
aufsitzen auf den Schlitten und los geht's. Hü, Lieselotte. Ins Musikland fahren wir auf dem Schlitten fahren wir und die Lieselotte zieht uns. Ins Musikland fahren wir auf dem Schlitten fahren wir ins Musikland. Durch den weißen Winterwald, durch den weißen Schnee, yippie! Durch den weißen Winterwald, steh mein Pony, steh. Brrr. Oh, das hat so Spaß gemacht. Dankeschön, liebe Lieselotte. Oh, hat es euch auch so Spaß gemacht? Und wie der Schnee gestoben ist und wie schnell wir waren. Jetzt lasst uns mal schnell schauen, wer hier im Musikland alles da ist. Oh, schaut mal, über alles voller Schnee. Oh, sieht das schön aus. Da drüben, seht ihr das da? Da bei den Wichteln. Da ist alles dunkel. Wollen wir da mal hingehen? Komm, Kinder, wir gehen da mal ein bisschen näher und horchen an der Tür. Oh, hört ihr das? Die schnarchen. Die schnarchen richtig laut. Oh, die haben ja auch doll gearbeitet, die Wichtel. Und da drüben, da, wo die kleinen Backmäuse sind, oh, da kommt Schornstein aus dem Rauch. Ach nee, falsch rum. Da kommt Rauch aus dem Schornstein. Und wie das duftet. Nach Kuchen. Oh, Frau Sommer, da kriege ich schon wieder Hunger. Na, Milly, hast du denn schon wieder Hunger? Na klar. Aber Milly, schau mal dort. Da hinten, da siehst du das? Wo denn? Na, dort in dem Haselstrauch. Wer sitzt denn da? Oh, das sind ja drei. Das sind ja meine Freunde, die drei Spatzen. Was, Milly, die kennst du? Na klar kenne ich die. Das ist der Erich und der Hans und der Franz. Die haben doch im Sommer mit mir geplanscht, als wir am See baden waren. Das ist ja cool. Die haben im Sommer mit dir geplanscht. Weißt du, ich kenne noch jemanden, der die kennen muss. Ja, wen denn? Na, den Christian Morgenstern. Hä? Christian Morgenstern? Wer ist denn das? Na, Christian Morgenstern, das ist ein deutscher Dichter. Der hat ein Gedicht gemacht über die drei und der muss die auch ziemlich gut kennen. Hör mal zu, das Gedicht geht nämlich so. In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch. Der Erich rechts und links der Franz und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu. Und oben drüber, da schneit es. Huh! Sie rücken zusammen, dicht an dicht. So warm wie der Hans, hat's niemand nicht. Sie hören alle drei ihre Herzlein gepochen. Du-dum, du-dum, du-dum. Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch. Oh, was für ein schönes Gedicht, der gemacht hat über meine Freunde. Oh, der Christian Morgenstern. Oh, der muss die ja wirklich gut gekannt haben. Nämlich der Hans ist wirklich ziemlich frech. Ich könnte euch da Geschichten erzählen. Aber pssst, und er hat recht. Sie sitzen ja noch. Oder schon wieder. Weiß man nicht so genau. Stimmt, genau. Da sitzen sie noch. Und die sitzen wirklich Bauch an Bauch. Also so, dass wir uns richtig wärmen, so wie wir zwei jetzt gerade. Oh, schau mal genau, die sitzen hier alle drei nebeneinander. Der Erich rechts und links der Franz und mittendrin der freche Hans. Richtig, der freche Hans sitzt in der Mitte. Und warum haben die Augen zu? Naja, vielleicht schlafen sie. Oder weil es schneit, denn heißt ja, oben drüber, da schneit es. Huh.
Oh ja, da habe ich ja auch manchmal die Augen zu. Und so ganz, ganz, ganz dicht nebeneinander sitzen die, stimmt's? Naja, das machen die ja, damit sie sich gegenseitig wärmen. Die haben sich aufgeplustert. Hä? Was bedeutet denn aufgeplustert? Na, das ist wie bei uns, wenn uns kalt ist. Dann kriegen wir eine Gänsehaut und dann stellen sich unsere Härchen auf der Haut und dann wird uns wärmer davon. Ne? Und das ist bei den Vögeln genauso. Die stellen halt ihre Federn auf und dann sehen sie so richtig dick und rund aus. Das bedeutet also aufplustern. Und wegen des kalten Windes, da rücken die ganz eng zusammen. Oh, lass uns auch mal zusammenrücken, damit es wieder warm wird. Ja, komm, meine Milli, ganz eng zusammenrücken. Kinder, ich höre was. Was hörst denn du da? Dadum, 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 dadum. Oh, ich glaube, du hörst mein Herz. Dudum, 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 dudum. Das hören ja die Spatzen auch. Ne? Das Herzchen gepocht. Und wenn wir jetzt nicht nach Hause fahren, dann sitzen wir noch. Oh ja, ist schon ganz schön kalt jetzt geworden. Komm, lass uns nach Hause fahren. Ja, Milli, willst du denn deine Freunde gar nicht begrüßen? Nee, die haben doch die Augen zu, die schlafen doch jetzt. Da will ich sie nicht stören. Ja, okay. Dann holen wir uns jetzt die Lieselotte und fahren heim. Kommt, Kinder, es ist wieder Schlittenfahrtzeit. So, Kinder, die Milli sitzt schon, die Lieselotte ist vorne und zieht uns. Jetzt müssen wir aufsteigen. Seid ihr bereit? Los, jeder auf seinen Schlitten. Achtung! Sind alle da? Sind alle eingestiegen? Dann hü, Lieselotte! Durch den weißen Winterwald fahren wir nach Hause. Durch den weißen Winterwald fahren wir nach Hause. Mit dem Schlitten schnell, mit dem Schlitten schnell. Hü, Lieselotte, los, schnell, Lieder wieder nach Hause. Und jetzt langsam, langsam her, boah, Lieselotte, steh. Oh, das war eine super schöne Fahrt. Oh ja, das war eine schöne Fahrt. Und jetzt habe ich noch mal meine tollen neuen Schlitten ausprobieren können. Das hat so viel Spaß gemacht. So, Frau Zobel, müssen wir jetzt schon Tschüss sagen? Ja, ich glaube, jetzt müssen wir Tschüss sagen. Tschüss, ihr Lieben, bis bald. Vielleicht habt ihr ja Lust, die drei Spatzen mal zu malen. Ich bin ja gespannt auf eure Bilder. Oh ja, oh, da bin ich auch gespannt. Oh, vielleicht mal ich die auch noch mal. Tschüss, ihr Lieben.